Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Die Kommentatoren sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege von Buschmann. Und dieses Spiel spricht ja eigentlich für sich selbst. Da ist eine Menge drin. Dinamo Zagreb gegen Medipol Başakşehir. Ja, das ist so ein Spiel, wie du es dir als Zuschauer wünschst. Spannend, interessant. Und es ist eins klar, es wird hochklassig. Hier haben wir die Einblendung, so läuft die Heimmannschaft heute auf. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. So beginnen die Gäste heute. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Theophil Katerin. Einwurf und das könnte gefährlich werden. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Und gibt jetzt die Führung. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen klasse Keeper aus. Ein echter Rückhalt. Ecke kommt in die Mitte. Ja, sie können erstmal klären. Klasse Pass. Wiska. Die Fahne geht hoch, abgepfiffen. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Und zu Recht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Mehmet Topal. Berkay Özgan. Topal. Klasse Zuspiel. Da erobert er den Ball.
Ball läuft gut. Das machen sie sehr geduldig. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Mehmet Topal. Da oben, der vorne den Ball. Theophil Katerin. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Da ist der Treffer. Und dieses Tor haben sie sich mit ihrem starken Vorchecking erarbeitet. Druck gemacht, draufgegangen. Und dann ist das die logische Konsequenz. Wir sehen hier nochmal die Wiederholung dieser Aktion. Erst das wirklich gelungene, schöne Kurzpassspiel. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Berkay Özkan. Und Dembaba. Epureanu. Irfan Can Kaveci. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Berkay Özkan. Mehmet Topal ist am Ball. Epureanu. Mehmet Topal. Topal. Mehmet Topal. Irfan Can Kaveci. Sie bleiben bei ihrer Linie, lassen sich von diesem knappen Rückstand nicht irritieren. Vielleicht der Ausgleich. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Mehmet Topal. Nutschkettl. Topal. Türic. Jetzt Dembaba. Mehmet Topal. Und die Balleroberung. Wichtig. Die Chance auf den Konter. Weiter gefährlich hier. Den spielt er gut und jetzt wird's gefährlich. Wunderbarer Konter und auch das Tor war richtig gut. Wolf, was für eine Szene, was für ein Angriff aus dem Lehrbuch. Nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen, der Keeper wird im kurzen Eck überwunden. Das wird ihn ärgern. Also das Ding war haltbar. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Irfan Can Kaveci. Boli Bolingoli. Super Pass jetzt. Kann er was draus machen? Schöne Flanke. Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Nachspielzeit, eine Minute.
Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2:0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Tja, das ist heute noch nicht sein Spiel. Er ist bislang extrem unauffällig in diesem Spiel, kommt gar nicht zu Abschlüssen. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Berkay Özgan. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Mahmut Tekdemir. Berkay Özgan. Mahmut Tekdemir. Mahmut Tekdemir. Berkay Özgan. Guter Einsatz, das war wichtig. Die Gäste werden wechseln. Jetzt ist die Kugel weg. Mahmut Tekdemir. Sieht gefährlich aus. Und jetzt die Chance. Der Pass, stark gemacht. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Jetzt Gürtel. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Gürtel. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Epureanu. Jetzt der Ballverlust. Jetzt Gürtel. Mahmut Tekdemir. Da hat er die Chance. Große Freude kommt da jetzt nicht auf. Ja, aber nachvollziehbar. Rückstand ist zu deutlich. Ich glaube auch nicht an das Wunder. Wir sehen nochmal die Wiederholung des Treffers und wir sehen's. Kurzes Eck, Torwart-Ecke. Also da wird der Keeper sich zwei, drei Fragen gefallen lassen müssen. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Ah, das hätte gefährlich werden können. Ganz wichtige Aktion. Mahmut Tekdemir ist das. Schön dazwischen gegangen. Jetzt können sie vielleicht kontern.
erster Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Pass auf den Flügel. Ballverlust. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Fairer Einsatz hier. Vielleicht die Konterchance. Gibt's jetzt die Torchance? Was macht er draus? Das ist gut verteidigt. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Jetzt ist es gefährlich. Guter Zweikampf. Gute Aktion. Was macht er draus? Sie ziehen heute ein tolles Passspiel auf. Auch dieser Ball kommt an. Sieht gut und technisch sauber aus, aber über die Schönheit des Spiels darfst du den Zug zum Tor nicht vernachlässigen. Theophil Katerin. Da verlieren sie den Ball. 60 Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Der Ballverlust. Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg geht hier an die Gastgeber. Sie gewinnen dieses Spiel knapp und wir sehen, die Nerven passen. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Er hat heute sein Tor gemacht, hat dann am Ende auch den Sieg eingefahren. Das ist Grund zur Freude, keine Frage.